Herzlich willkommen in der Wein- und Sektkellerei Schlumberger. Wir befinden uns hier im traditionsreichsten österreichischen Sekthaus, über 300 Jahre alte Kellergewölbe. Das Unternehmen wurde gegründet von Robert Alwin Schlumberger 1842. Er hat sein Handwerk gelernt in der Champagne, bei der ältesten Champagnerkellerei Dom Ruinart per Effis und hat es dort zum Kellermeister und Prokuristen geschafft. Die Liebe hat ihn dann nach Wien verschlagen oder nach Österreich verschlagen und er ist mit dem festen Vorsatz nach Österreich gekommen, das, was in der Champagne möglich ist, muss in Österreich auch möglich sein. So hat er im Jahre 1842 mit der Produktion von Schlumberger Champagner begonnen. Erster Standort war Bad Vöslau, dort hat er eine Riede, einen Weingarten gekauft und hat eben mit der Produktion begonnen. Das Produkt hat bis 1919 Schlumberger Champagner geheißen, bis zum Vertrag von Saint-Germain, wo dann die Bezeichnung Champagner von den Franzosen rechtlich geschützt wurde und so nicht mehr weiter verwendet werden konnte. Die über 300 Jahre alten Kellergewölbe wurden seinerzeit von einem Freund der Familie Schlumberger, nämlich Karl Ritter von Geger, miteinander verbunden und zum heutigen Kellersystem ausgebaut. Karl Ritter von Geger, gleichzeitig der Erbauer der Semmeringbahn, hat sich auch hier in diesem Portal verewigt. Wir sagen, er hat hier im Kleinen probiert, um dann das Semmeringportal bei der Semmeringbahn im Großen auszubauen. Der Domkeller dient heute nicht mehr der Produktion, sondern ausschließlich für Veranstaltungen und Repräsentationszwecke und wird natürlich als architektonisches Prunkstück des Kellersystems auf jeder Führung entsprechend gezeigt. Hier haben wir einen Champagnerbrunnen, der anlässlich der Weltausstellung 1873 in Wien erbaut wurde und später hier in den Schlumberger Keller in diese Grotte hereinkam. Damals floss tatsächlich Champagner durch die Öffnungen, heute ist es nur noch Wasser hier bei uns im Keller. Es handelt sich hierbei um die Schlumberger Elfe, das Markenzeichen der Marke Schlumberger ist seit über 30 Jahren eigentlich mit der Marke Schlumberger untrennbar verbunden, als Symbol für Leichtigkeit, für Eleganz, für Prickelndes und wurde speziell in den letzten 6-7 Jahren verstärkt wieder in der gesamten Kommunikation eingesetzt und hat auch ihren Weg auf die Flasche gefunden. Wir werden es nachher sehen bei der einen oder anderen Flasche, wo die Elfe direkt darauf abgebildet ist. Herzlichen Dank für Ihren virtuellen Besuch hier bei uns bei Schlumberger. Ich hoffe, Sie kommen auch einmal persönlich vorbei. Sehr zum Wohl. Mm-hmm.